Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Uncharted 4. Gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Daniel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann... ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swift ist, Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen und... hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das
Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Oh, nee, oder? Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Nee, jetzt. Alter. Boah. Alles doch nicht das. Boah. Warum nicht? Ich versteh's nicht. Siehst du schon was? Die hat so viel mitgemacht, als ob sie das nicht auch noch mitmachen würde. Organoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Ah, es ist ja noch Zeit. Sully? Außer als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst das klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ich vertraue Sully übrigens wesentlich mehr als jedem anderen hier in diesem Spiel. Auch dir, Sam. Du warst... Oh, einmal ein Dieb. Kapitel 6. Du warst jahrelang im Gefängnis, aber hat nichts von dir gehört. Man hat keine Ahnung, zu wem du Kontakten hast. Wer weiß, vielleicht bist du ja derjenige, der deinen Arsch retten will.
Oder sich an uns rächen, weil wir dir nicht geholfen haben, weil du denkst, die haben nicht alles versucht oder so? Keine Ahnung. Das kennt man ja, sowas. Sully vertraue ich mehr. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Natürlich mit Sully. Du warst ja im Gefängnis. Und hast dich totschießen lassen. Vollidiot. Nein. Okay. Was haben wir denn da Feines? Eine Mogul-Wassergefäß. Hier noch die antike Spielhallenmarke. Wir haben wohl schon eine ganze Menge vergessen. Naja, egal. Katzenanhänger aus Panama und Chiriqui-Schmuckstück Hai. Aber ich habe über Uncharted noch nie alles gefunden. Und ich denke, im späteren Spielverlauf wird man doch etwas mehr durchrushen und nicht mehr jeden Winkel suchen. Das ist in Spielen hier oft so. Ah. Unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Es ist sicher, wäre das Greifen zu springen? Die Frage ist, möchte ich springen? Wohin denn? Ach, dahin. Okay. So. Und ran da. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Wow. Okay, wohin jetzt? Ich sehe nur das hier, deswegen... Ah. Hey, wir können uns von den Balken da schwingen. Bestimmt. Dafür brauchen wir nur ein Seil. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ja? Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Ja, natürlich. Weil eben mit den Fingern da in die Wand krallen, während man 10 Meter runterspringt, ist klar. So. Okay. Und das Seil wandert wieder auf magische Art und Weise in unsere Hosentasche. Das ist irgendwie nicht so geil gelöst, muss ich zugeben. Er sieht nicht nur mega strange aus, es ist noch vollkommen unrealistisch. Ich meine, das Spiel ist nicht wirklich mega realistisch, aber das ist echt komisch. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Okay, wir können. Ein Birnenbaum. Oder Zitronenbaum. Birnen natürlich, sehr, sehr schöne Birnen. Ich schnapp dir mal eine Zitrone hier. Obwohl, brauchst du gar nicht pflücken. Hier sind ja genug. Ist ein bisschen matschig unten. Naja, so, wo hätten wir lang? So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen?
Tja, wenn man in den Kerker ist und jeden Tag dieselben Wände sieht und auf einem unbequemen Bett schlafen muss und nichts zu essen kriegt, dann oder wenig und immer das Gleiche, dann ist das bestimmt schon ziemlich nervig. Man hätte aber auch nicht in ein Gefängnis einbrechen müssen und sich mit einem Typen zusammenlassen, der einen anderen Typen umbringt. Wieso sollte ich L1 halten? Weil das zu tief ist. Ich verstehe, warum ich L1 halten sollte. So, und dann jetzt. Ist doch schon besser. Komm runter. Das Lampen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und, deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Ich hab ein Spiel dazu. Warte, kann ich mit dir darüber reden? Ja. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Ja, ist doch cool, oder? So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Muss ich da hoch? Ich habe schon mal gehört, in Uncharted ist es immer schwierig, den ersten Spot zu finden, an dem man hochklettern muss. Sobald man den hat, geht es relativ flüssig weiter. Ja, hier müssen wir hoch, alles klar. Den muss man allerdings, wie geht, erstmal finden. Wenn man keinen Anhaltspunkt hat, dann kann man da schon gerne mal ein bisschen dagegen rumstehen und sich wundern, wo man überhaupt hin soll. Aber so waren die Spiele schon immer aufgebaut und bislang hat es dem Spiel nicht unbedingt geschadet. So, quetschen wir uns da mal ein bisschen lang. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Ihr werdet schon eine Ahnung haben, wie man da reinkommt. Mist! Alles klar da oben? Ja, geht schon. Alles gut. So, soweit so gut. Was machen wir jetzt, Sam? Ich sehe gerade irgendwie nicht, wo es weitergehen soll. Vielleicht kann ich mit dir irgendwie... Wohin? Wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Na? Dann geht er hoch. Ich vergesse immer, dass man L1 gedrückt halten muss beim Hochgehen. Na komm schon. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Sieht keiner. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, hätte den Scheiß auch einfach ins Wasser werfen können oder so. Der hätte es keiner gefunden, aber dann ist es einfach hier vor dem offenen Fenster liegen. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was
Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Hm? Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Na dann ab in den Keller. Oh, zieh dir die Jahre echt nicht an. Danke. Bestimmt am Weg an. Susi, ehrlich? Du glaubst aber auch alles. Himmel sein. Alles klar. Na Sam, was machst du hier? Ich dachte, wir sollen dem hinterher. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Das wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Na also, ist doch alles wieder gut. Ich habe schon fast damit gerechnet, dass hier irgendwo was liegen könnte. So. Sally, auch noch was zu erzählen? Du bist nicht Sally, oder? Nein, du bist nicht Sally. Du bist Sally. Aber die müssen wir erstmal folgen. Lass mich mal durch. Na, Sam? Keine Musik hier auf der Party oder auf der Auktion oder was? Was ist das für eine bedrückte Stimmung? Alles klar. Rossi Anwesen Auktion. Auktionsordnung Seite 1 von 3. Die Auktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Alle Gebote sind bindend. Alle Zahlungen müssen bis Mitternacht getätigt werden. Preistreiberei und oder Zahlungsunfähigkeit werden streng geahndet. Falls erforderlich, kann der Transport ihrer erworbenen Objekte mit den Managern des Rossi Anwesens arrangiert werden. Nummer 539. Verkäufer Qingxin Holding Co. Beschreibung, Sammlung chinesischer Bronzefiguren. 200.000 Anfangsgebot. Qingxin Holding Co. 5 Terrakotta-Soldaten. Anfangsgebot 8 Millionen, alles klar. 4 Terrakotta-Bogenschützen. Anfangsgebot 5 Millionen. Ein Euphronius-Krater von GR Acquisitions. Keine Ahnung, 4 Millionen. Anfangsgebot, circa natürlich. Ein Fabergé-Ei. Henne mit Saphir-Anhänger. 3 Millionen. Von Schätze der Scheherazade, eine parthische Statue, 3. Jahrhundert vor Christus, 500.000. Eine syrische Ikone, Judas und Jesus, für 200.000. Nachlass von Sir Nicholas Trott, ein hölzerner Kruzifix mit Gold- und Silberintarsien,
20.000. Ist das nicht der höchste Kruzifix, den wir haben wollen? Nachlass von Sir Nicholas Trott, 6 Golddublonen, Captain Rackham, 200.000. Juwelenbesetzter Säbel von Captain Rackham, 300.000. Hawkins and Sons, Victoria Parliament Scepter, 250.000. Herrlichkeit GmbH, Charing Cross Bridge, London Claude Monet für 20 Millionen. Alter Fischer Aphrodisias für 15 Millionen. Von Barsch Holdings Ltd. Die Maske von Varka für 1 Million. Der Shani-Da-Schädel für 1,5 Millionen. Die Tafel aus Gold und Silber. Die Löwin greift einen Nubier an für 10 Millionen. Alles klar. Keine Ahnung, kann sein, dass da eine ganze Menge Anspielungen drin waren, die ich alle nicht verstanden habe. Aber ich glaube, der Kruzifix ist das Einzige, was uns interessiert. Ja, du mich auch. So, da vorne haben wir doch schon mal die Halle. Los. Ja, Sally. Ich bin ja dabei. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen sie dumme europäischen Techno. Na, immerhin spielen sie Musik. Und keine GEMA-Musik. Gib mir Antipasti. Okay. Da werden wir. Sally? Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Überhaupt nicht auffällig. Gerade rückt doch jemand an der Tür. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Na gut. Ein kleiner Diebstahl. Ich hätte dabei was. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ich muss mit dem leuchtenden Fenster hier drauf bleiben. Auch nicht dein Ernst! Musst du so wackeln mit deinem Arsch? So. Nichts passiert. Hatte Zweifel. So, gibt es nicht zufällig noch was ein oder andere, was wir stehlen können, wa? Wir sind reiche Menschen. Wahrscheinlich ist das Risiko zu hoch. Deshalb gehen wir mal in den Weinkeller. Ich bin gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen.
Nate? Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheinen sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Aber sowas von Sam. Aber ich würde sagen, im nächsten Part. Deswegen sagen sie, stelle ich auf jeden Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.